Hallo zusammen, Freunde des Lichts. Willkommen bei Ledclusive, eurem Ledshop mit Know-how. In diesem kurzen Video möchte ich euch eine Problematik darstellen, zu der ich fast täglich, wöchentlich mehrmals einen Anruf bekomme. Der Kunde sagt, jo, ich habe da eine Dali-Leuchte jetzt gekauft. Die hat da zwei Anschlüsse, steht DA1 und 2 drauf, aber aus meiner Decke kommen nur drei Adern raus. Wie kann ich die denn jetzt anschließen? Die Lösung sind diese ASD-Kasambi-Module und was da alles zum Beachten ist, wo man die einsetzen kann, das erkläre ich euch hier in diesem Video. Hallo, mein Name ist Tom Reichelt und wie in der Anleitung erklärt, möchte ich euch hier ein Problem darstellen, das sich mir hier durch meine Kunden immer wieder begegnet. Dazu lese ich mal schnell eben aus einer Mail kurz vor, was hier so Standard auftaucht, insbesondere in Bestandsbauten. Hier schreibt also eine Kundin, ich habe von der Firma XY eine Pendelleuchte mit Dali-Steuerung gekauft. Aus meiner Zimmerdecke kommen drei Kabel, blau, braun und grün-gelb. Die Lampe hat zwei Schaltmodi. Nur nach unten Licht und nach oben unten und unten Licht. Zusätzlich ist sie noch dimmbar. Was benötige ich, um die Lampen im vollen Umfang nutzen zu können? Im Moment habe ich sie herkömmlich, also ohne die Dali-Eingänge angeschlossen und kann sie somit nur komplett ein- und ausschalten, ohne dimmen. Dazu fehlt mir auch der richtige Lichtschalter. Ja, das Thema werden wir jetzt hier behandeln. Üblicherweise schließt man dann Dali-Dimmer an, aber dazu braucht es eben zwei zusätzliche Leitungen, die vom Lichtschalter dann rauf bis zur Leuchte gehen. Und die Lösung, die wir jetzt hier im Prinzip euch anbieten, ist ein schönes Gerät. Das ist ein Kasambi-Modul Typ ASD. Wir bieten die hier vom Hersteller Aditi an und sind ideal zum Einbau aufgrund der offenen Anschlüsse in dem Baldachin oben, entweder in der Anschlussdose oder zusätzlich im Leuchtengehäuse. Hat man die Notwendigkeit, dass man hier ein Gerät mit Zugentlastung benötigt, weil es irgendwo in der Zwischendecke liegen soll, gibt es die Module auch mit im geschlossenen Gehäuse, sodass die 230 Volt Leitungen definitiv auch nochmal geschützt sind, wie es die Vorschrift eben erfordert. Und was ich auch vorstellen möchte, sind dann zum Beispiel preiswerte Lichtschalter. So sieht man die jetzt hier, die ganz flach sind, keine Batterie benötigen. Und das ist dann die Lösung, mit der wir dann dieses Modul steuern. Ich schalte dazu für die weitere Erklärung auf einem Vollbildschirm, sodass ich also direkt ein bisschen die Produkte in unserem Shop zeigen kann. Dort sind auch die Anleitungen bzw. die Skizzen, Zeichnungen drin, wie man es anschließt und da gehe ich jetzt drauf ein. So, als Einstieg möchte ich euch erst einmal ganz schnell zeigen, wie ihr das Produkt bei uns auf der Seite findet. Die Produkte oder die Module nennen sich ASD, insofern einfach bei uns im Suchfenster ASD eingeben und da findet ihr im Prinzip schon das Kasambi-Modul in der Ausführung DALI, CPU ASD. Ein bisschen Zubehör, Schaltrelais, dann auch noch in einer anderen Ausführung, 3 Kanal. Es gibt ihn auch als 1 bis 10 Volt Ausführung, dazu gleich noch mehr. Auch als wasserdichte Lösungen oder auch, wenn wir an dem Gerät mehrere Leuchten anschließen möchten. Also all diese Variationen. Detaillierter findet ihr alles im Datenblatt. Da gehe ich direkt auf die kasambi.com Seite. Dort findet ihr auch weitere Informationen, alles über Kasambi, was Kasambi ist. Hier allgemein beschrieben ist ein Bluetooth-Standard, der sich also sehr etabliert hat in Industrie und auch in Hausanwendungen, insbesondere Bestandsbauten, wenn man sich die ganzen Leitungen sparen möchte und trotzdem umfänglich dimmen. Auf der Kasambi-Seite unter CBU ASD Control Unit findet ihr auch das aktuelle Datenblatt in den verschiedenen Sprachen. Das habe ich jetzt eben mal kurz aufgerufen und dort ist im Prinzip alles erklärt. Da gibt es auch Videos auf der Seite, sowohl bei uns auf der Seite als auch auf Kasambi, was man da alles mitmachen kann, welche Möglichkeiten es gibt, um das mit anderen Geräten zu verbinden. Und ich möchte euch jetzt in erster Linie mal auf die Inbetriebnahme, auf die Verdrahtung gehen. Das erklärt meistens mehr als 1000 Worte, habe ich etwas rausgezoomt.
Sieht also im Prinzip so aus. Das, was wir hier auf der rechten Seite stehen haben, ist der LED-Treiber und das LED-Modul. Das zusammen in Kombination ist dann die von der Kundin jetzt beschriebene LED-Dali-Leuchte, die da eben ihre Anschlüsse für L und N, für die 230 Volt hat, aber eben auch die zwei Leitungen zum Dimmen. Dali ist ein Bussystem, über den, ein digitales Bussystem, über eben die Dimminformationen übertragen werden. Und jetzt sollen die eben nicht über Zweidrahtleitung vom Lichtschalter kommen, weil ist ja nicht möglich. Bauen wir jetzt dieses kleine Modul einfach oben in den Baldachin oder in die Leuchte ein, verbinden den Anschluss plus minus, Polarität an der Stelle hier egal, wenn wir Dali verwenden, mit dem Eingang der Dali-Leuchte. Hier steht auch 0 bis 10 Volt, weil eben das gleiche Modul auch für eine alternative Steuerung 0 bis 10 Volt, nennt sich das, verwendet werden kann. Ja, auf der anderen Seite hat das Modul hier einen Anschluss für 230 Volt, wird also an die 230 Volt Leitung angeschlossen, parallel eben mit der Leuchte, und das war's schon. Wer allerdings dann sagt, ja, aber dann hängt ja die Leuchte ständig an 230 Volt, die möchte ich ja auch komplett ausschalten, kann sich alternativ noch dieses Eltaco-Relais, das bei uns im Zubehör gibt, dazu kaufen und dann über diesen Relais-Kontakt, der in diesem Modul ist, dieses zusätzliche Schaltrelais verwenden, um die Leuchte dann komplett spannungsfrei zu schalten. Bitte Achtung, hier nicht an diesem kleinen Relaiskontakt die Leuchte direkt anschließen. Wenn ihr das macht, ist das Modul kaputt. Und natürlich ganz ohne Garantieübernahme. Ja, das ist so im Prinzip die ganze Verdrahtung, die ihr machen müsst. Und ihr habt dann die Möglichkeit, über den Lichtschalter, der hier vorne angeschalten ist, ich zeige euch das gleich, Moment. Also die erweiterte Möglichkeit, das Ganze zu schalten, ist jetzt hier zum Beispiel mit dem Schalterrelais oder ohne, wie auch immer ihr das möchtet. Und hier ist noch abgebildet euer bisheriger Lichtschalter, den ihr weiter verwenden könnt. Und über diesen Lichtschalter könnt ihr bereits schon dimmen. Das funktioniert im Prinzip so, dass, also hier in der Anleitung ist das beschrieben, ich das nach unten scrollen, ich zoome das mal etwas raus, dass ihr hier über eine Einschaltsequenz, ihr schaltet kurz ein, schaltet wieder aus, dann dimmt der einmal hoch von 0 oder von ein paar wenigen Prozent, und dort, wo ihr das, die gewünschte Helligkeit habt, einmal kurz ausschalten, wieder einschalten, und er hat sich dann diese Helligkeit gemerkt. Ich mache es ein bisschen anders, wenn ihr das Ganze in Betrieb nehmt. Das funktioniert mit einer Kasambi-App, die ihr kostenlos über Bluetooth Store, über App Store oder Play Store runterladen könnt. In dieser Kasambi-App verbunden könnt ihr dieses Profil, dieses Modul auch umprogrammieren, ein anderes Profil verwenden. Hier ist jetzt diese klassische Rampe eingezeichnet oder auch standardmäßig programmiert. Ich wähle das dann immer so, dass ich hier feste Helligkeitsstufen programmiere, Stufe 1, 2, 3, 4, und zwischen Toggle 1 und Toggle 2, also an aus an, schalte ich zwischen den verschiedenen Helligkeitsstufen hin und her. Soweit die Bedienung. Wenn ihr jetzt aber sagt, na, das ist ja kompliziert, das möchte ich ja gar nicht meiner Frau zumuten, dass die sich diese komischen Schaltsequenzen merkt, könnt ihr, wie das von mir vorher schon beschrieben ist, diesen drahtlosen, batterielosen Wandtaster einbauen, den koppelt ihr auch über das Smartphone, könnt ihr im Prinzip an einer Glasscheibe sonst wohin klemmen, das ist völlig batterielos, völlig drahtlos. Könnt ihr auch als Fernbedienung auf dem Tisch liegen lassen. Gibt auch andere Bauformen dazu, die vielleicht für Hand, als Handsender eleganter sind. Findet ihr auch bei uns unter Kasambi-Schalter in der Unterkategorie. Und darüber könnt ihr ganz herkömmlich dimmen. An, einmal tippen an, einmal tippen aus, anhalten, das Drücken dimmt dann drauf oder runter. Und auch mehrere Tasten sind möglich zu belegen mit unterschiedlichen Einstellungen. Wenn ihr mehrere Leuchten im Wohnzimmer im Betrieb habt und alle mit Kasambi,
könnte die auch unterschiedlich als Szenen anlegen, also der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Eine Sache noch, wenn ihr bei uns auf der Seite, ich klicke das mal hier durch, da seht ihr hier, und die Frage kommt immer wieder, da seht ihr hier Ausführungen. Einmal die Professional und dann die verschiedenen Ausführungen, 1, 2, 3, 4 Kanale etc. Das sind verschiedene Profile, die in dem Gerät fest hinterlegt sind. Insgesamt, insbesondere beim Einkanal, das ist immer so diese absolut problemlos Lösung. Wenn ihr dort eine Leuchte anschließt, ihr könnt, der Hersteller sagt eine Leuchte, die Erfahrung zeigt, zwei Leuchten können parallel an dem Ausgang angeschlossen werden. Mehr ist nicht. Die zwei Leuchten werden über den sogenannten Broadcast angesprochen. Das heißt, die müssen nicht vorher mit irgendeiner Adresse versehen werden, sondern die reagieren auf jedes Kommando, das ihr dem gibt. Das ist so die Version ein Kanal. Bei allen anderen Versionen, 2, 3 Kanal, DTW, müssen die Geräte eine Adresse programmiert bekommen. Sprich, also die Leuchte hat dann die Adresse 1, die nächste Leuchte hat die Adresse 2. Wie jetzt bei dieser Kundin, die hatte gesagt, sie hat jetzt einmal die Möglichkeit, das Licht nach oben und das Licht unten getrennt zu dimmen. Das heißt, sie verwendet zwei Kanäle. Entsprechend braucht es hier ein kleines Programmiergerät, ein DALI-USB-Adapter mit Stromversorgung und eine kostenlose Software, wo man dann ihrer Leuchte die Adressen 0 und 1 zum Beispiel zuweist und dann lässt sich hier über das Zwei-Kanal-Gerät die Leuchte unterschiedlich einstellen, wie die Kundin das da eben jetzt gewünscht hatte. Dann gibt es hier die Professional-Lösung. Ja, das ist die, wo ihr über Smartphone auch bei der Inbetriebnahme alle die verfügbaren Profile auswählen könnt. Also ihr könnt es auf das Einkanal-Profil wählen, ihr könnt das Ding als 1 bis 10 Volt Modul verwenden, ihr könnt es als Tunable White 2 Kanal entsprechend programmieren. Also wer ein bisschen spielen will, noch nicht weiß, was er genau braucht, wählt die Professional. Die meisten Kunden kommen mit der Einkanallösung klar. Soweit dazu alle Informationen. Wenn noch Fragen sein sollten, ruft uns an. Wir helfen hier bei Kasambi gerne und auch sonst bei Lichtlösungen. Sorgen gerne dafür, dass euch ein Licht aufgeht. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vergesst nicht, hier den Abozug, den Kanal zu abonnieren, Like zu hinterlassen. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bestellungen. Einen schönen Tag. Viel Spaß